Hallöchen mal wieder, ich bin's der Pipo und ich wollte euch heute mal ein anderes Produkt von Soft99 zeigen. Und zwar das Kiwami Glanzwachs. Es ist speziell ein Wachs, was für extremen Glanz und ja, einer wirklich wunderbar zu hervorkommenden Farbe sorgen soll. Dieses Wachs kann auch als Topping benutzt werden für zum Beispiel Fusocode, was ich jetzt bereits schon drauf habe und ich habe es mir jetzt die Woche besorgt und wollte es mal ausprobieren. Und ja, viel Spaß beim Video. Also das Kiwami Wachs ist wieder typisch Soft99 mäßig verpackt. Ein paar japanische Schriftzeichen und dann eben ein bisschen Englisch dazwischen. Hier steht es mal Kiwami K Premium Wachs Silver. Das gibt es auch in anderen Ausführungen, schwarz und weiß. Schwarz für schwarze Lacke, weiß für weiße Lacke. Das Silver ist speziell für Metallic Lacke oder für bunte Lacke. Ja, viel mehr steht da jetzt auch nicht drauf, außer hier nochmal die Beschreibung, wie es aufzutragen ist. Einfach dünn auftragen, 5 bis 10 Minuten ablüften lassen und dann abtragen, quasi wie das Fusocode auch. Ich bin mal gespannt, wie gut es sich auftragen lässt, ob es genauso in Anführungsstrichen schwierig ist wie das Fusocode. Das ist ja relativ schwierig abzutragen, finde ich jetzt. Und ja, dazu dann gleich noch mehr. Also, wenn man die Packung öffnet, dann hat man wieder diesen Auftragsschwamm dabei, den kenne ich schon vom Fusocode. Ich finde ihn jetzt nicht so gut, weil der ist ziemlich grob. Ich benutze da, glaube ich, lieber meine eigenen leicht verfärbten Schwämme. Die sind aber deutlich weicher als das hier. Und ja, wieder typisch Soft99. Hier ist wieder so ein Blechdeckel und diesmal ist es ein eher rosanes Wachs. Warte mal. Ja, stinkt auch wieder so. Also nicht ganz so doll wie das Fusocode, aber stinkt auch wieder ordentlich. Ja, bei Fusocode haben wir ja gemerkt, was doll stinkt, wirkt auch richtig gut. Das hier, ja, stinkt auch, aber riecht auch so ein bisschen irgendwie nach Spülmittel noch nebenbei, so ein bisschen süßlich. Ja, und ja, von der Konsistenz her ist es auch wie das Fusocode, erst fest und dann wird es ein bisschen butterig. Und jetzt werde ich es mal einfach mal auftragen, mal gucken, wie es wird. Ja, auftragen mache ich wieder nach dem gleichen Schema. Ich teile mir jetzt das natürlich bereits gewaschene Auto in mehrere Abteile ein. Hier nehme ich wieder die Linien von der Motorhaube. Zuerst mache ich diesen Bereich, von dieser bis zu dieser Linie. Dann mache ich den nächsten Bereich. Und so gehe ich dann ums komplette Fahrzeug herum. Und wichtig ist, dass man sich die Bereiche gut einteilt, dass man nichts doppelt und dreifach macht. Ja, fangen wir mal an. Also es lässt sich sehr gut auftragen. Noch ein bisschen besser als das Fusocode. Das Wachs ist sehr weich. Ja, es geht auf jeden Fall sehr gut. Ja, das komplette Auto ist jetzt beschichtet an einigen Stellen. Wie so oft, viel zu dick leider. Da muss ich noch ein bisschen trainieren. Ja, ähnlich wie beim Fusocode erkennen wir jetzt die getrocknete Schicht daran, dass sie erstens von speckig auf eher milchig oder so weißlich, pudrig sich verändert. Und dann, das kann man natürlich schön sehen an den dicken Stellen hier, die ich hier produziert habe. Ist das jetzt eher so fest geworden, so ein bisschen pudrig. Also ich kann es jetzt nicht mehr verteilen einfach so, das Wachs, sondern es wird jetzt abgetragen, wenn ich anfasse. Also hier jetzt zum Beispiel, ja, jetzt habe ich die Schicht einfach nur am Finger dran und hier genauso. Jetzt ist Zeit zum Abtragen. Vorher nicht, solange es noch speckig ist. Zum Abtragen selber habe ich mir hier jetzt was Neues geholt, ja. Dieses von Fiberbros, dieses Polishing-Tuch. Es ist schön flauschig, schön dick. Das wurde mir empfohlen. Mal gucken. Ja. Es geht einwandfrei. Natürlich die Stelle, die hier ein bisschen dick war, da muss ich jetzt ein bisschen drüber rubbeln. Oh, dieses Tuch, das ist so rot, das tut einem ja schon fast in den Augen weh. Also da hätte es für mich gern ein bisschen was Dezenteres sein können. Ja, aber es lässt sich gut abtragen. Also die Stellen, die ich viel zu dick aufgetragen habe. Und so gehen wir jetzt mal ums komplette Fahrzeug rum. Nun bin ich endlich fertig mit den Abtragen und das Ergebnis ist wirklich sehr gut geworden. Das Fahrzeug erstrahlt in einem wunderschönen
ja, eher harten Spiegelglanz. Die Farben sind sehr tief. Der Glanz selber ist auch sehr tief. Man sieht es vielleicht hier schon an den Spiegelungen der Bäume oder des Himmels oder des Bordsteins. Also wirklich ein ganz toller Glanz. Sagt vielleicht nicht jedem zu. Manch einer steht eher so auf den weichen Glanz. Muss man sich entscheiden und sich das entsprechende Produkt eben holen. Aber wer auf diesen Spiegelglanz steht, so wie ich, dem kann ich das Kiwami definitiv empfehlen. Und jetzt kommt das Beading und Sheading. Viel Spaß dabei. Jo. Ja, gut, man muss natürlich dazu sagen, ich hatte vorher auch schon das Kosoko drauf. Aber ja, es ist natürlich perfekt, ne? Also diese Produkte von Soft 99, die sind wirklich so wunderbar, so gut, was sowas angeht. Wer weiß, was die da reinmischen. Es sieht auf jeden Fall richtig schön aus. Ja, man sieht es ja hier. Also die Perlen, die fliegen wieder einfach so weg vom Lack. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir jetzt mal die Flasche so ein bisschen draufkippen. Jo, sehr schön. Also man sieht, das Kiwami hat dem Soft 99 Fusocode nicht geschadet, eher noch verbessert. Und ja, es ist halt wie immer perfekt. Und ja, nun warten wir mal, dass die Sonne rauskommt und dann zeige ich euch nur, wie schön das Auto in der Sonne aussieht. Ja, ist doch geil, oder? Während ihr euch das Ergebnis nochmal kurz in der Sonne angucken könnt, ein kurzes Fazit meinerseits. Das Kiwami-Wachs lässt sich sehr einfach auftragen und auch dank der öligen Struktur verbraucht man dabei sehr wenig von dem Produkt. Das Abtragen war nicht ganz so einfach, was vielleicht auch daran lag, dass ich es etwas dick aufgetragen habe. Allerdings, wie man hier so schön sieht, das Ergebnis entschädigt auf jeden Fall. Der Glanz ist über alle Kritik erhaben. Es ist ein sehr harter Spiegelglanz geworden. Sehr tief, die Farbe kommt sehr schön zum Vorschein. Und ja, probiert selber aus, berichtet davon. Und wenn euch mein Video gefallen hat, hinterlasst mir ein Like oder gerne auch Kritik, Kommentare, wie ihr wollt. Bis dann.